Okay. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass es gleich ganz doll Aua machen wird. Ja, wird's auch. Oh ja, wird es. Oh. Ich befürchte, dass er noch mehr außenrum baut, als ich gerade sehe. Nee. Ich befürchte. Das langt erstmal. Los, wie sie sind. Ich weiß es nicht. Kannst doch abzählen. 7 hoch. Schon einzelne... 7 mal hoch. Ja. 3 mal 3. Also ich werde jetzt pro das 10 Nuke einmal nach oben gehauen und bin ohne Schaden unten angekommen. Oh, die Minimap sieht gut aus. Drauf achten. Flying is not enabled on this server. Ja, die Minimap beobachten, das ist cool. Was für ein riesen Loch das gibt. Weil die stimmt, was man sieht, das ist eh immer falsch. So, dann müssen wir... Weißt du, glaube ich, auch schon geschafft, mal mit Nuke mal in Bedrock ein Loch zu springen? Nein. Ich reconnecte mich nochmal. Ich habe gerade reconnected und es ist blau. Ja. Blau, blau, blau ist der Ozean oder so. Blüht der Enzean. Ach ja, genau. Weil da so viel Zeug wahrscheinlich unten rumliegt, da hebe ich jetzt mal ein bisschen was von auf. Ja, aber hier liegt halt Millionen Zeug rum. Ja, das Wasser braucht aber, glaube ich, länger, um da runter zu kommen. Ah, das Wasser ist natürlich auch heftig, ja. Hier liegt noch der Inhalt von einigen Kisten, von einem ganzen Lager. Ja, das hier aufgesammelt und jetzt geht's besser. Also hier liegt immer noch jede Menge Zeug rum, aber okay. Ja. Ich würde mal spontan sagen, die Quantum Suit hat eindeutig gewonnen, weil die hat nicht mal Energie verloren. Nicht einen Echt? Punkt. Nicht einen Punkt. Okay. Interessant. Hey, komm mal zu mir. Warte. Ich hab Godmode an. Lass mich. Ich musste gerade hier meine Alchemie-Bags neu machen, damit die wieder Scheiß aufsammeln, damit es nicht so tierisch schlägt. Aber nicht, aber ja. Das Loch ist doch mal krass. Ja, fein auf der Mini-Map sieht cool aus. Ja. Kommst du jetzt mal zu mir? Ja, ich bin doch über dir. Da. Das Godmode an. Ach du Scheiße, liegt ja viel Müll. Sag ich ja, und das sieht ziemlich lustig aus, wie alles zu dir hinfällt und wir wegfliegen. Ich glaube, da lagen jede Menge Dias. Ja, eine Alchemie-Bag ist noch leer, da passt noch was rein. Bleib mal kurz stehen. Was denn? Okay, hau mich mal. Ja. Okay, also ich habe keinen Godmode, nur zur Vergewisserung. Wenn man nicht keinen God, wenn man Godmode anhat, kriegt man keinen Schaden, also kriegt man auch keine Animation, dass man Schaden bekommen hat. Ja. Somit hat die Quantum Suit gewonnen, hat dann auch eindeutig. Er hat natürlich aber keine so schöne Flugvorteile. Und muss Plätze sagen, und die. Infernal Armor. Ja. Hat natürlich. Du kriegst auch keinen Schaden, kriegst kein Fall Damage mehr. Also wirklich keinen Schaden einfach mehr. Du kannst durch die Gegend fliegen, nur du solltest halt nicht neben einer Nuke parken. Also. Ja. Wenn man neben einer Nuke parken will oder auf einer Nuke schlafen möchte, dann sollte man das mit einer Quantum Suit tun. Genau. Also im Prinzip, Final Armor ist für die Utility-Weise, also alles, was du Bearbeitung, sonstigen Kladderadatsch machen willst, kämpfen. Du kannst sogar unter Wasser atmen, soweit ich mich noch richtig erinnere. Ja. Infernal Armor kostet natürlich auch wesentlich mehr. Wenn du aber einfach nur Schutz haben möchtest, ist noch ein Dia. Dann die Quantum Suit eindeutig. Ja, auf jeden Fall. Und von den Waffen her ist alles gleich. Mäßig. Ja, das stimmt. Das Red Katar und Hammer und so weiter, die sind wesentlich besser, weil du einfach häufiger damit zuschlagen kannst, also das Katar vor allen Dingen. Aber die Plunderbuss oder das die Muskete vor allen Dingen ist sehr cool, weil die einfach sehr präzise ist. Und einfach cool ist das, einfach damit ein Gewehr durch die Gegend ballerst. Ja. So, wir können jetzt hier nochmal.
Ich habe jetzt hier alle Chests entfernt, das heißt, das liegt dann nicht mehr der Müll von denen da rum. Wenn wir das machen, dann leckt es nicht direkt. So krass. Hella. Was ist eigentlich. Ich habe, glaube ich, irgendwas kaputt gemacht. Was denn? Bist du noch da? Ja. Falls ja, ich glaube, mein Ticket ist gerade abgegangen. Ich habe dich gerade auf so eine schwarze Chest drauf geklickt. Okay. Und ja, dann war mein Ticket weg. Du stehst da aber noch rum bei mir. Ja, aber jetzt aber bist du raus. Ist weg. Ja, lass dir Zeit, ist jetzt ein bisschen. Ja, ich befürchte schon. Damit man hier auch mal was zu gucken hat. Ricky, du bist doch im TeamSpeak Server, oder? Ja. Kannst du bei League of Legends noch so Sub-Channels mit Group 1 und 2 oder sowas machen? Einfach zwei Stück. Muss das jetzt sein? Nein, nicht jetzt, später. Nur, dass ich es nicht vergesse später. Weil ich es mal erwähnt habe. Ja. Ja, ich weiß, das war jetzt vollkommen off-topic und sonst was. Wenn es mir halt einfällt. War gerade auf dem Desktop, hab gesehen. Willst du hier mal zählen? Ich weiß nicht, wie ich zähle. Und ich weiß gar nicht, was du zählst. Mit Hand? Keine Ahnung. 1, 2, 3, 4, 5 mal 3. Ja, mal. Kannst du keine gescheite Form bauen? Ist doch eine gescheite Form. Ja, ist aber eine Form, die sich nicht so einfach, wo ist das Wasser? Soll ich mal Wasser? Rechne mal einfach 3 mal 3 mal Höhe plus 4 mal 3 die Höhe. Kannst auch einfach die. Kannst nicht so eine komische. Ich kann die Ecken auch noch voll nehmen. Machen. Kannst auch eine Holzaxt nehmen und einfach Count klicken oder so. Ja, könnte ich auch. Also, sein ist faul. Kannst du aber der auch. Mit den Admin-Rechten spielt. Ich habe keine Ahnung, ich bin kein Admin. Naja. Du hast aber hier gerade Admin-Rechte. Ja, einmal in meinem Leben. Ach, der Mann will auch noch die ID haben. Okay. Naja, kennt er nämlich nicht. 5 mal 5 mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 200 Stück sind das. Es sind 5. Was? Was? 200. Yep. Aber 25 mal 8 ist nicht 200. 5? Doch. Mal 5 mal 10. Oder wie hoch ist das denn? Oder 8? 1, 2. Ist ja wurscht. 200 hat Count gesagt. Ja, egal. Das überlegt Plucky mit der Quantum Suit wahrscheinlich sogar noch. Was ziemlich schwach ist. Aber ist okay. Testen wir das mal aus. Es hat Ping gemacht. Oh je, mal sehen, was da jetzt passiert. Ich bin gespannt. Oh, es geht los. Auf die Minimap wieder achten. Oh. Ja, man muss nur denken, es verzögert sich ja alles. Ja. Vielleicht ist schon raus. On the server. Oh. Der Server hat schon behauptet, dass ich fliegen würde. Ah ja, kann ich verstehen. Bist ja ein Cheater, Alter. Ja, natürlich. Was rede ich dafür, wenn ich falle, zu schnell falle? Interessant ist auch, dass die Nuke sich gar nicht für das Obsidian hier interessiert, weil hier ist eine komplette Schicht Obsidian drin in dem Haupthaus. Aber man sieht schon Bedrock auf der Map, also. Ist ziemlich cool. Ich wollte übrigens erwähnt haben, dass die Nukes alle zentriert ziemlich blöd sind zu machen, weißt du warum? Hm. Weil hier gerade einfach unten auf dem Bedrock einfach gerade noch gefühlt 15 Atombomben explodieren. Vom das Ton sieht nur her. So aus. In Animation. Muss ich ausloggen, wieder einloggen, dann ist das weg. Aber ich mag's. Es gibt so einen schönen Kopfschmerzen. Genau. Oh. Mal gucken, wie lange ich brauche. Ah, diesmal geht's schneller, also. Ey, nee, explodiert immer noch. Ja. Ah, jetzt hat's aufgehört.
Oje, mal sehen, wie viel jetzt hier weg ist. Kurz Tag machen. Game Mode 1. Wow. Also als erstes Mal, das Dach lebt noch. Das Dach lebt noch, ja. Erstens, zweitens, war da nicht eine komplette Obsidianschicht drin? Ja, habe ich doch vorhin gesagt. Also schon. Die ist Warum auch haben wir zum da eine Teil da. Obsidian? Erstens, warum haben wir eine Obsidianschicht drin? Zweitens, die Obsidianschicht ist durchbrochen. Ich dachte, Obsidian wäre fast Ja. so hart wie Bedrock. Nein, siehst du? Scheinbar nicht. Der Nuke ist das egal. Ja. Aber ich glaube, TNT machen keinen Nee, Obsidian kaputt. TNT schafft's nicht. Aber was ich ziemlich lustig finde, ist, dass noch Lithium besteht. Ja. Aber es ist blöd, dass der Krater irgendwie kaum größer ist als der andere, oder? Ganz einfach, Haben wir du verkackt da eben, ja. ganz viel TNT in der Mitte hattest, bis die Nukes, dadurch, dass die Zeit verzögert sind, fliegen nicht weg, schon die fallen nur gerade runter. Übersetzt, du könntest auch einfach 15 Nukes gerade hochsetzen und du kommst wahrscheinlich fast auf den gleichen Krater raus. Dann machen wir das noch mal anders. Mach einfach mal Ich irgendwo habe auch auf einer schon einen freien Platz Linie. gefunden. Auf einer freien Linie. Genau, mach einfach mal ein riesengroßes Kreuz. Ich habe eine Idee. Oder nein. Ja, doch, machen wir so. So. Wie wäre die Idee, wenn wir Nukes auch noch hier komplett senkrecht durchmachen? Wie komplett senkrecht durch. Ach so, Hier. mach das doch. Mach ich gerade. Glaube, das überlebt es aber nicht. Aber okay. Auch mal gucken. Noch kein TNT aus Dach sitzen. So. Also das muss jetzt aber gleich richtig Krach machen. Richtig großes Loch hier reinhauen. Also Quantum Suit kriegst du kein Fall Damage. Okay. Ich bitte. Ja. Ich glaube, ich habe mich echt in die Muskete. Ich will so ein Ding haben bei uns. Wenn ich farmen gehe. Baut ihr dann halt eine? Hat echt Stil. Merkst du es schon? Nee, können wir? Ja, eigentlich schon. Also ich bin von oben bis unten durch. Oh, ich habe ja auch noch ein bisschen was hingesetzt an den Seiten. Erstmal zählen, wie viel das ist, oder? Ja, und du machst mir gerade so ein bisschen Angst. Wieso? Nur so. Warum das denn? Ach. Weil du so lustige Pfeile gemacht hast und es nach ziemlich großen Krater aussehen wird. Ja. War das 273? Nee, 237. 237. So, 138. Weniger als eben. Dann wirst du wahrscheinlich einen größeren Klang kriegen. Ja, Halbwegs. schauen wir mal. Explodiert jetzt gleich. Minimap wieder beobachten. Und wann geht's los? Jetzt. Ah. Oh, Scheiße. Ja, ich habe die Kisten nicht geleert. Naja, mal sehen. Idiot! Ja, hast du mich dran erinnert? Nein. Flying is not enabled on server. Ich glaube, der Server mag mich nicht. Verstehe. Und ich glaube, der Server ist gestorben. Nein, nee, noch nicht. Ja, doch, sieht nicht gut. Nee, der ist noch da. Okay. Aber gut, sieht's trotzdem nicht aus. Ich kann nicht mal die Minimap öffnen. Ja, das ist Also. beim du. Ja, du musst kurz warten.
ist irgendwo auf R oder Ö. Ja. Jetzt kommt was auf dem Minimap, da tut. Explodiert's noch, weißt du das? Ja, ja, in der Mitte. Aber ja. Du hast einen riesengroßen Krater, das ist größer, glaube ich, als die, Ja, laut Minimap schon. Ja, das, der Krater wächst, glaube ich, gerade noch ein bisschen. Ja, der Krater wächst gerade noch. Jetzt ist es, glaube ich, zu Ende. Okay. Laut Minimap? Naja, es geht. Herzlich willkommen zurück! Ja, also nachdem jetzt mein Ticket abgestürzt ist, geht's weiter. Yep, yep. Wir haben hier rausgefunden, DM-Blocks halten die Nukes aus. Das sind Dark Matter-Blocks. Sind halt zwar auch teuer, aber die halten es aus. Ja. Aber das Ganze ist ein bisschen größer als der andere, aber auch nicht so viel größer. Ja, also er ist ein gutes Stückchen größer, aber ist jetzt nicht. Dafür, dass halt wirklich weniger TNT, Nukes verwendet worden sind. Ja. Auf jeden Fall besser. Ja, und dann bringen wir jetzt noch den Surfer zum. Abstürzen sterben. Oder sterben, wie auch immer. Ich sage einfach hier oder sowas. Ah, ich habe einen geeigneten Ort. Wir könnten das bei der Arena machen. Die ist doch hier hinten irgendwo, oder? Lass mich orientieren. Ja, in die Richtung, wo ich mich bewege. Da hinten ist die Wüste. Aber es lädt schon ziemlich lahm nur noch. Mal sehen, ob es das überlebt. Ja, die Arena haben wir noch gar nicht gezeigt in irgendeinem Video, aber das kommt bestimmt auch noch. So. Okay, ja, aber Arena ist momentan eine Schafsfarm, auch gut. Ja. Ich glaube, die haben Wolle für irgendwas gebraucht. So, verkackt. Blocks. Willst du, soll ich? Ich befürchte eh, dass du es gerade eh schon ausgelöst hast. Nein, wieso? Noch steht's hier. Weiß nicht, weil irgendwo Redstone vielleicht ist? Ach, nein. Ich bin gefangen, ich merke schon. Nein, es baut sich auf. Dich zu mir. Nein, es ist dunkel. Warum ist hier noch Licht drin? Ja. Ich bin gespannt. 4500 Stück. Hau rein! Läuft. Sind hier drunter nicht tausende Kisten? Ja. Also es geht maximal eine Nuke hoch. Es war jetzt eine Nuke nur. Weil ich schnell zurückgemacht habe. Und hier ist nur das Obsi drunter kaputt gegangen. Und noch ein bisschen was vom Lager, aber nicht allzu viel, muss man sagen. Hier unten, das ist das Lager. Das vernichten wir jetzt mal kurz, weil sonst ist er auf jeden Fall tot. So.
Einmal Uppsala. Das hätte ich gemacht. Replace Chest Air. Dann sind die ganzen Chests weg. So, einmal zu dir. Nochmal das da. Und dann kommt jetzt die richtige Explosion. Ich glaube, das wird recht kurz, bis der Server dann weg ist. Naja, Blackie, das sieht schon schlecht aus für den Server. Ja. Es leckt. Minimap kann ich auch nicht öffnen momentan. Auf der. Also die vergrößern. Auf der kleinen Minimap tut sich auch nicht viel. Oh, doch, jetzt tut sich was. Ja. Das kann ein bisschen dauern. Aber es ist schon interessant, dass der Server das mitmacht. Jetzt ist ein Riesenkrater gerade auf der Minimap erschienen. Größer als die Minimap. Ich hab gerade nicht mehr eine Minimap an. Na doch. Find's gut, wie noch ein kurzer Chunk gerade bei mir überhaupt geladen war. Ich glaube, das Einzige, was noch steht, ist der Ring oben. Oder? Nee, was ist das? Ich weiß nicht, im Moment. Ich sehe nicht viel, was noch da ist, was nicht da ist. Ich sehe Redstone runterfallen. Repeater. Ja, das wird ja vernichtet bei irgendeiner Explosion mal. Hoffe ich. Leicht. Vielleicht aber auch nicht. Ja, das Glas ist also auf jeden Fall schon alles weg. Hier oben ist noch ein bisschen Obsidian übrig. Dann probiere ich mal neu zu connecten. Mach das. End of stream. Nee, will nicht. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es klappt. Willkommen zurück nach dem nächsten Crash. Der Server ist noch da. Nach 15 Minuten Berechnung oder so? Naja, 5. Ich weiß, aber natürlich Übertreibung. Jetzt habe ich Schluck auf. Genial. Aber das Loch kann sich echt sehen lassen. Das ist riesig. Das ist 150 Durchmesser oder sowas. Das ist echt cool. Aber ich denke mal, das war's dann auch schon für das Special. Yep. Ich hoffe, es hat euch gefallen und auch ein bisschen Aufschluss gegeben. Aufschluss? Worüber denn? Über Exklusivität und Rüstungen und dass ich einen Schluck auf habe, ist für mich voll gut. Da Trolling schon wieder. Ja. Too much for me to take. Gut. Letzter Nuke. Und das war's dann für heute. Auf Wiedersehen. Ciao.